Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Vesperia. Ja, wir müssen jetzt hier zum Hafen runter, beziehungsweise rüber in die andere Hafenstadt. Wir gucken mal noch eben fix, was hier... Ah, cool, eine Matte haben wir hier in der Truhe drin. Oh, wir sind zu spät. These are all Blastia cores. Why are there so many? And they're all just cores. I have no idea. We don't even have this many at the laboratory. Could this be connected to the core thief? Could be. But I thought the one behind everything was a huge guy with one eye. That doesn't fit Rego at all. Then he might not be the only one pulling the strings. I wonder if the core from the lower quarter is here someplace. Sorry, none of these are big enough. Oops. I knew it! These guys are with the Blood Alliance. They're one of the five master guilds. Ja gut, dann wollen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnig war, dass wir hier direkt so Overkill-mäßig unterwegs sind, aber... Are these guys connected to the Blastia Thief too? Just what is the magistrate up to? Also wir haben die auf jeden Fall relativ schnell platt bekommen. Das ist schon mal gut. Out of my way! Ha! Was that spineless worm Rego running from a bunch of kids? One-eyed giant. So you're the one getting people to bring you all these cores? Maybe I am. You're quick, and you got guts, too. My arm's gonna feel that. Wish I had you in my guild. How flattering. But it's pushy guys like you I have to watch out for. Upsets the harmony of the guild, see? Nothing personal. Barbos, what are you waiting for? Dispose of these brats. I did all the work you paid me for. Besides, the knights will be here soon. Rather not have those guys following me around. Next time we meet, you kids won't be getting off so easy. Wait, he's still inside. Damn. Zoggy, we'll leave the rest to you. Who is it? Who do I get to kill this time? Nicht der schon wieder. You're the one from the castle. Looks like we're stuck with this guy. My blade, it aches to kill. I've got to kill something. Whoa! Go easy on me this time. Okay, ja, vielleicht hätte ich mir das diesmal... Warte mal, stopp. Ich sollte das Auge nutzen. Nein, nicht Sirup. Wie oft will mir das denn noch passieren, dass ich das... So. Ja, der hat schon ein bisschen mehr Leben. Au. Ja, haben wir schon wehgetan. Vielleicht noch nicht so mega krass, aber haben wir schon. Holy power, come to me! First aid!
So, den hau ich gleich richtig auf die Nase, wenn ich meine Special Power wieder aufgeladen habe. Wie viel hat der? Ach, guck ja hier, dem haben wir doch schon einiges abgezogen. Jetzt fall doch nicht die ganze Zeit auf den Boden, so kann ich nicht gegen dich kämpfen. Aua, das ist ein cooles Bild. Wie viel hat er noch? 13.000 hat er noch über, okay. Jetzt scheint er auf jeden Fall irgendwie so eine Art Limit-Modus hier zu haben. Au. Alter Schwede, au, 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 au. Nein! Ja, beleb mich wieder, Carol! Braver Carol! Leben hat er noch? Der hat nicht mehr allzu viel. 5000, komm, das hauen wir den noch relativ flott runter, hätte ich gesagt. So, dich kriegen wir doch irgendwie platt hier. Oha. Ja, ja, no good. Komm, 1400 Leben hat er noch, komm. Don't let me see you again. I agree. Wir haben ihn. Ah, ein Level Up für Yuri, ein Level Up für Repeat. Oh, I feel so powerful. Und für Estelle. Nice. You put up a good fight. I retreated. Diese Lache. You're tough. Yes, tough. You're definitely tough. I certainly won't forget that, Yuri. I'm going to kill you, Yuri. I'm gonna carve you into little pieces. Don't move a muscle. So ein bisschen verrückt ist er aber schon, ne? Drank a bucketful. Who's that? Yoder. What? You know him? Look, a boat. We're saved. Hey, over here! It looks like everyone made it through unharmed. Master Yoder. Wait, I'll pull you out! Sodia, give me a hand! Oh, das ist ja schön! Kapuatorim, die andere Hafenstadt. Hübsch hier! Sehr, sehr schön und so viel besseres Wetter. I owe you my thanks. You saved my life. Hey! Who is this guy? Well, you see... I've made arrangements at the inn. We can discuss things further there. You'll come, won't you? I
thought you were done for when the ship sank with you still on it. Seriously, I was pretty worried there for a minute. I'm glad you made it. It sank faster than I thought it would. I was a little freaked out myself. You almost died and you were just a little freaked out? There's something wrong with you. Er ist der Held unserer Geschichte. Er muss ja hart sein. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, gucken, was haben wir denn hier? Das sieht nach einem Shop aus. Rago sperrte den Hafen von Capua Nor. Nor. Und jetzt können wir unseren Linienbetrieb nicht aufrechterhalten. Das ist scheinbar ein echter Pirat. Was haben wir hier? Sehr süß. Haus des Leuchtturmwarts. Das ist aber gerade verschlossen. Die ist ja voll schön, die Stadt. Lagerhalle von Thorim. Da können wir so nicht rein. Ach, ich habe ein bisschen die Nase zu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich erkältet. Naja, hoffen wir es mal nicht. Aber es geht ja gerade so ein bisschen um. So, an der Eingang, jawohl. An der Seite des Eingangs steht Waisenhaus von Thorim. Im Inneren spielen viele Kinder und haben Spaß. Na. Oh. You sure know a lot of strange people. Like that Raven guy we met at Capua Nor? Or that Zoggy weirdo who attacked us? Weirdo is putting it mildly. What's his deal, anyway? That's what I'd like to know. It's nice to have fans, but this is ridiculous. It looked like he went down with the ship, though. Maybe that was the last of him. I don't know. Common sense just doesn't seem to apply to those kinds of people. Man, I really don't want to see him again. Well, even if we do, he'll be gunning for Yuri, not us. I've got nothing to do with this. We'll deal with that when the time comes. Ich bin auch mal gespannt, wen wir noch so alles kennenlernen. Das ist auch verschlossen. Wo geht's hier noch hin? Oh, guck mal, wie süß. Ach, guck, das ist ja voll schön hier. Oh, da können wir Eis kaufen. Herzlich willkommen. Haufenweise gesunder Fang hier. Danke für den Besuch. Okay, scheinbar doch nicht. Da oben scheint das Inn zu sein. Ach, da kommen wir zur Feldkarte. Da geht's also raus. Alles klar. Ich will mal gucken, wo es hier Waffen gibt. Mark der Fortuna. Willkommen. Das hier ist das einzige Geschäft in Thorim. Ah. Was haben wir denn hier? Ritterschwert, Spotten und Erfahrungsanteil. Das Schwert gehört zur offiziellen Ritterausrüstung. Hups, Massenprodukt, aber langlebig und formschön. Spotte mit L3, um die Überlimit-Anzeige zu füllen. Diese Aktion unterscheidet sich von Spotten 2. Ach, wenn ich das drücke... Ach, das ist cool. Gewinne Bonuserfahrung, ohne am Kampf teilzunehmen. Gladius haben wir ja. Die Großaxt, die wäre gut für Carol. Kritische Abwehr haben wir hier, kaufen wir auch. Oh, Schlägel. Den nehmen wir auch mal noch mit. Der Schal, den lassen wir mal. Ach, und Rüstung gibt's hier nicht. Ja gut, das macht ja nichts. So, guck mal, dann können wir doch gerade direkt mal hier Ausrüstung. Habe ich die schon gelernt? Ach, ich kann so direkt die beste Ausrüstung anlegen. Praktisch. So, und für Carol gibt's auch die beste Ausrüstung. Den Schlägel. Aber nee, warte mal. Ich wollte ganz gern, dass Carol erstmal noch die anderen... Großaxt. Obwohl kritische Abwehr, ist das so interessant? Wie beim Vorrücken, aber... Macht ihr das automatisch? Ich weiß es nicht. Wir können dem ja erstmal die Großaxt verpassen und dann gucken wir mal. So, und hier ist die Gaststätte. Wir speichern mal wieder eine Runde. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Kann nicht schaden. Wer ist denn das? Oh, hallo ihr Süßen. Hättet ihr Lust auf ein kleines Spielchen mit mir? Wenn ihr glaubt, ihr hättet schon gewonnen, weil ich eine Frau bin, dann habt ihr euch geschnitten. Keine Ahnung, was sie meinte. Aber ja,
Frauen sind nicht immer schwach. Wo müssen wir denn hin? Jetzt bin ich total verwirrt. Hier sind wir richtig. You. Yes, have we met somewhere? Convenient time for amnesia. I know somebody who can fix that for you. Amnesia? I'm terribly sorry, but this is the first time we've met. Are you crazy? Magistrate, your crimes are undeniable. These people have seen everything. As I've just been explaining, someone had assumed my identity and was trying to ruin my reputation. It was most upsetting. Liar! I saw those people you fed to the monsters with my own two eyes! Well, Sir Flynn, who are you to believe? These young ruffians or me, a member of the council? Flynn. It's settled then. I bid you all good day. I think he is. And who the hell is he? Settle down. This is... This is His Royal Highness Yoder, candidate for the Imperial Throne. Huh? Yeah, right, Estelle. Good one. What? I'm only one of the candidates. It's true. With the passing of the previous emperor, Master Yoder is a rightful heir to the throne. Really? Yes. An alleged imperial heir captured by a so-called magistrate. That's interesting. I see. Then this incident means that I... A little too juicy for public consumption, huh? I just... It's got something to do with your decision to leave the castle, doesn't it? Do whatever you want. I've got no interest in an empire that just sits and does nothing while its people suffer in plain sight. Yuri. And what have you changed by turning your back on such an empire? We need just laws laid down by the government to ensure that people can live lives of stability and peace. Those same laws just let Rago walk out that door. Which is why you and I became knights, Yuri, to change things like that. If we couldn't make it happen by yelling about it from below, then we said we'd gain honor and trust and fix the empire from within. Remember? So, in order to get ahead in life, I'm supposed to stand by while somebody feeds little kids to monsters? Is that it? You want me to look the other way when our people in the lower quarter are being bled dry by taxes? It's because I can't do those things that I quit being a knight. I know, but has anything changed because you quit? How is anything different than it was before you joined the knights? Wait, I'm coming too! I've done it again. I only want for him to move on with his life, to quit sitting around. Flynn, I... My apologies for such an embarrassing scene. What do you intend to do next? Would it be all right if I go with him? Why? I feel like so much has changed during my travels with Yuri. The Empire, the world. I've changed as well. Lady Estelles. Understood. You there, young man. Who? Me? Tell Yuri to take good care of this young lady. Okay! Is it really all right?
I would rather do the job myself, but I'm afraid my current duties won't allow it. And as long as you're with him, I can be certain you'll be safe. You believe in him, don't you? I do. If you guys are finished, can we get going? We'll lose him if we don't hurry. Damn, he knows how to get to me. I know better than anyone that nothing's changed. I guess I should look for clues about the Blastiocore. Aww. The way he looks, Barbo should stick out like a sore thumb walking around in town. But it'd sure help if anyone saw where he and his gang were headed. Come to think of it, I wonder what happened to Raven back in Rago's palace. I guess he panicked and ran when the Dragon Rider and the Knight showed up. Das wäre eine sehr interessante Frage. Okay, also müssen wir uns jetzt wieder auf die Suche nach dem Blastia-Dieb machen. Ich bin gespannt, wann wir den Rest der Truppe wiederfinden. Das war wieder eine sehr spannende und interessante Folge, finde ich. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet bei Tales of Vesperia. Also dann, macht's gut und bis morgen. Tschüss!